Schaut euch diese Frau an. Oder dieses ältere Paar. Und diesen Mann. Heute zeigen wir euch viele unglaubliche Momente, die euer Herz zum Schmelzen bringen werden. Ein 6-jähriges Mädchen machte den Traum ihres blinden Bruders wahr und half ihm, eine Wasserrutsche zu bezwingen. Dieses Kleinkind hat gerade sein Hörimplantat bekommen und kann zum ersten Mal hören. Dieses Mädchen hat die Gebärdensprache gelernt, um sich bei dem gehörlosen Lieferfahrer zu bedanken, der sie regelmäßig während des Lockdowns besuchte. Dieses Baby hat seine Schwestern gerade mit seinen ersten Schritten sehr glücklich gemacht. Diese Lehrerin arbeitet seit 50 Jahren an der gleichen Schule und heute ist ihr letzter Tag. Schaut euch nur die tolle Verabschiedung an, die sie von den Schülern erhalten hat. Und dieser Mann hat lange auf seine Zulassung als Arzt gewartet und seine Familie hat ihn bei jedem Schritt unterstützt. Und schließlich... Dieses kleine Mädchen kann die Welt zum ersten Mal in ihrer ganzen Schönheit sehen. Was für ein glücklicher Moment für sie und ihre Mutter. Her name is Gracie and she received Jake's heart. Als Hochzeitsgeschenk gab diese Frau ihrem Ehemann die Möglichkeit, den Herzschlag seines verstorbenen Bruders zu hören. Sie brauchte ein Jahr, um die Person zu finden, die sein Herz transplantiert bekam, aber das war es definitiv wert. Thank you for having me. You have the heart of a champion. I love you. I love you. You'll always be a part of my family. Die erste Person, mit der dieses Mädchen ihren Sieg teilen wollte, ist ihr Vater. Wenn man seinen Eltern ankündigt, dass sie bald Oma und Opa werden, sollte man sich auf Folgendes gefasst machen. Are you serious? Oh my gosh! Wer hätte gedacht, dass die reizende Dame gerade 84 Jahre alt geworden ist? Sie benimmt sich wie ein glückliches Kind. Es ist wahr, was man sagt. Die Seele bleibt ewig jung. Dieser Mann hat eine heimatlose Katze zurück in die Wildnis entlassen, aber die Katze hatte andere Pläne. Und hier ist die Reaktion eines 2-jährigen Jungen namens Pearson, als er seine Mutter als Braut sah. Ein alter Mann bittet seine Frau, seine Begleitung am Valentinstag zu sein. Und nun hört euch nur die schönen Worte an, die er ihr gewidmet hat. My Valentine. Each day of my life is filled with happiness because you are a part of it. Oh, thank you. You're welcome, baby. That is very, very nice. Das ist die süßeste Valentinstagsfeier, die ich je gesehen habe. Dem Fußballspieler Ian Wright wurde fälschlicherweise gesagt, dass seine erste Lehrerin gestorben sei. Stellt euch nur seine Gefühle vor, als er erfuhr, dass das doch nicht stimmte. How are you doing? I can't believe it. Someone said you was dead. And I'm so glad you've done so well with yourself. Dieser junge Frau bekam ein Foto mit ihrem Vater zum Schulabschluss geschenkt. Und obwohl er nicht mehr unter uns ist, wird sein Lächeln für immer in ihrem Herzen weiterleben. Wenn zwei Menschen Gemeinsamkeiten finden, ist das immer wieder eine Freude zu sehen. So wie bei diesem Mann und der kleinen Schwester seiner Freundin. Oder wie diese beiden. Diese Frau dachte, dass ihr Sohn ihr eine Pralinenschachtel schenken würde, aber es stellte sich heraus, dass sich darin ein Ultraschallbild seiner schwangeren Frau befand. Als die Zeit kam, dass die 97-jährige Mutter dieser beiden Frauen die Welt verlassen musste,
baten die Schwestern sie, ihnen ein Zeichen in Form eines Vogels zu schicken. 10 Tage später flog ein Kardinal in ihre Küche und sie verbrachten eine lange Zeit damit, den Vogel zu streicheln. Und nun schaut euch an, was passiert, als sie versuchten, ihn wieder freizulassen. Und dieser Mann bereitete seine Freundin persönlich mit Training und moralischer Unterstützung auf einen Marathon vor. Und hier seht ihr, wie er sie an der Ziellinie anfeuerte. Wenn sie gewusst hätte, dass er das tun würde, wäre sie vielleicht noch schneller gelaufen. Wenn die eigene Katze mehr Spaß daran hat, mit dir zu spielen als du selbst. Und so verabschiedet sich ein liebevoller Vater von seiner Tochter, die zur Navy geht. Dieser Mann hat das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten bekommen. Er hat gerade erfahren, dass er bald Großvater wird. Viele Jahre lang waren dieser Hund und seine Besitzerin unzertrennlich. Leider ist sie verstorben und seitdem irrt das Tier auf der Suche nach ihr durch die Straßen. Die Leute dachten, es wäre eine gute Idee, dem Hund ein Porträt seiner Besitzerin zu zeigen. Und nun schaut euch an, wie der Hund darauf reagiert. Diese Schwestern haben sich die Handschrift ihrer Oma tätowieren lassen und sie ihr gezeigt. Sicherlich kann Oma sie wegen eines solchen Tattoos nicht ausschimpfen. Papa Giraffe kam, um sein neugeborenes Baby zu sehen und gab dem Giraffenweibchen einen Kuss. Sie sind genauso wie Menschen. Dieser Mann überlebte 2014 einen Schlaganfall, sodass er seine Enkel nicht mehr umarmen konnte. Aber seine Familie hat sich etwas einfallen lassen, damit er es endlich wieder tun kann. Dieser Mann hat zu seinem 30. Geburtstag einen Welpen bekommen, so wie er es sich immer gewünscht hat. Happy birthday, I love you. Happy birthday! Er war sehr gerührt. Eine Person sah, dass die Welpen etwas zu bewachen schienen und sogar versuchten zu knurren. Es stellte sich heraus, dass sie die neugeborenen Kätzchen bewachten. So klein und so beschützend. Wie niedlich. Und dieses Mädchen schenkte ihrer Freundin ein Bild mit ihrer verstorbenen Oma, die an Covid verstorben ist. Diese Polizistin hat ein Kind gefunden, das sich auf ein Abenteuer eingelassen hat, und sie bringt es zu seinen schockierten Eltern nach Hause. Dieser Militäroffizier überrascht seine Schwester mit dem besten Hochzeitsgeschenk. Dieser alte Mann hat seine Kinder angelogen und ihnen gesagt, dass alles in Ordnung sei, weil er sie nicht beunruhigen wollte. Schaut euch die Unterstützung an, die er von völlig fremden Menschen erhielt. Sie unterstützten und fütterten ihn und gaben ihm sogar etwas zu essen mit nach Hause. Doch eigentlich war es ein soziales Experiment und es hat nicht enttäuscht. Ein Mann mit Beinprothesen gab seine Krücken einem behinderten Obdachlosen. Er hat vielleicht keine Beine, aber ein großes Herz. Tja Leute, das war's für heute. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welcher Moment euch am besten gefallen hat und vergesst nicht, uns zu abonnieren.